So, Sierra, das erste Testspiel, jetzt über 90 Minuten hier in Gstaad. 2:1 gewonnen. Wie bist du zufrieden? Man kann sagen, es hätte auch viel höher ausfallen können. Ja, ich glaube, mit der Art und Weise können wir schon zufrieden sein. Wir haben als Mannschaft wirklich gespielt. Wir hatten viele Torchancen und ja, mit der Effizienz können wir ja gar nicht zufrieden sein, weil, wie du sagst, wir hätten viel höher gewinnen müssen. Aber das Positive ist, dass wir haben uns alle diese Chancen kreiert und ja, natürlich müssen wir auf sehr effizient arbeiten. Aber ja, es ist ein Sieg bleibt ein Sieg und damit das können wir ja schon zufrieden sein. Wie bist du taktisch zufrieden? Ihr habt auch zwei verschiedene Systeme ausprobiert, jetzt mit Rafael Wicke als Trainer. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, es wird besser. Es wird immer besser. Wir arbeiten viel auch im Training über Taktik. Wie wir den Gegner pressen, wie wir wollen spielen, wie wir wollen verteidigen. Und ich glaube, wir haben schon viele Bälle erobert in der gegnerischen Hälfte mit diesem Pressing und das ist sehr positiv. Und ja, ich glaube, erste Halbzeit, wir hatten viel den Ball. Wir haben am Anfang ein bisschen gebraucht, um diese Pressing-Situation zu kommen, aber dann war wirklich positiv. Und dann zweite Halbzeit, es hat uns ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber dann war ich glaube auch besser. Und ja, wie gesagt, wir arbeiten viel im Training in diesem Bereich und es wird immer besser. Man hat es heute auch gehört, Rafael Wicke ist ein sehr fordernder Trainer, er ist sehr aktiv an der Seitenlinie. Er will viel Pressing von euch. Wie siehst du das als Spieler? Wie erlebst du ihn als Trainer von außen? Ja, er ist sehr positiv, aber auch er verlangt sehr viel von allen Spielern. Deswegen müssen wir physisch sehr bereit sein, weil was er verlangt, um das zu machen, musst du wirklich physisch top sein. Und deswegen sind wir wirklich hart am Arbeiten. Deswegen im Trainingslager ist auch manchmal, ja, du hast schwere Beine, das gehört dazu und manchmal ist es nicht so einfach in den Testspielen so um frisch zu sein. Aber ja, wie gesagt, es gehört dazu und wir arbeiten sehr, sehr viel, um, wenn wir die Saison anfangen, wir sind ja, sehr fit, um die Spiele zu gewinnen. Ihr seid jetzt 5 Tage hier im Trainingslager. Eben ein neues Staff, auch neue Spieler. Wie nimmst du die Stimmung hier in der Mannschaft und in der ganzen Gruppe wahr? Ja, also ich finde die Stimmung wirklich, wirklich positiv. Ich mag die Dynamik, die wurde kreiert und die wird immer besser. Sie sind mit neuen Ideen gekommen, mit viel Energie und das, ich glaube, das tut der Mannschaft extrem, extrem gut. Und ich finde, dass ja, wir fühlen uns wirklich sehr gut zusammen, die Mannschaft. Wir essen zusammen und nach dem Essen, wir bleiben noch lange Zeit zusammen. Das spricht viel für die Mannschaft. Das zeigt, dass wir sind gerne zusammen sind und das hilft uns natürlich sehr viel auf dem Platz. Also auch ein bisschen Teambuilding hier in Gstaad? Ja, sehr viel, sehr viel. Und ja, wie gesagt, die Stimmung ist wirklich positiv. Und auch die Lust hart zu arbeiten ist da. Man spürt von jedem Spieler, auch die neu gekommen sind, dass sie auch diese Energie gebracht haben. Und das ist wichtig, diese Hunger, diese Lust zu haben, um wieder etwas Positives auf den Platz zu bringen. Super, vielen Dank, Vasso, und einen guten Rest des Trainingslagers hier. Merci, danke dir. Auf Wiedersehen.